Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Fußballmanager 2013. Ich begrüße euch hier. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Wir schicken mal unsere Junioren nochmal auf die Trainingsreise. Wir hatten geistige Fähigkeiten hauptsächlich. Ja. Was kostet das? 1000? Das ist super. Wir hatten mal 14 Tage. Die restlichen 7 Tage werden wir dann im Winter wegschicken. So. 14 Tage, jawohl. Beide Mannschaften, 22.000 ist finanzierbar. Die zweite Mannschaft geht auch mal auf Reisen. Hier sage ich auch mal, geistige Fähigkeiten. Da geht, ihr fahrt gleich mal hinterher. Ihr macht da gleich mit. Ist ja auch ungefähr alles eine Altersklasse. So, jetzt gucken wir nochmal. Verein, Finanzstatus. Gut, das passt. Weiter. Gehen wir jetzt Tag weiter. Mal diesmal versuchen, nicht ganz so viel Zeit verschwenden. Turnierstatus. FIFA U20. Italien gegen Deutschland. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. So, was? Radu wechselt von Lazio rum zu Neapel. Gut, das kann uns noch egal sein. Er will noch. Er pokert aber auch ganz schön hoch, wa? Machen wir mal so. Kriegt es jetzt dann gleich am Anfang. Aber ich will den Engländer jetzt eigentlich haben. Der hat für mich viel Potenzial. Der wird auch das ein oder andere Mal spielen. Da bin ich mir durchaus sicher, auch wenn wir nur in der zweiten Liga sind. Aber wir sind auch europäisch unterwegs. Da möchte ich einfach den Jungen brauchen. Recht breiten Kader zum einen. Zum anderen will ich den Jungs wieder eine Chance geben, sich zu entwickeln. Auch für uns perspektivisch gesehen. Entschuldigung, Angebot für Petri Kirchner, okay. Das, ja, mal ein bisschen was haben. Nachrichten. Kirchner, was? Klar, verhandeln, klar. IE, was? An Lukaku interessiert. Kann ich jetzt auch nicht erinnern, das Geld haben wir nicht mehr dafür. So. Kann ich auch nicht erinnern. Bergen schreibt neuen Vertrag. Suppi! Suppi, suppi, suppi. Aktion Spielergespräche. Verbessere dich mal im Kopfball, Junge. Schau sich verschiedenes Land. Ja, aber trotzdem. Ja, nicht immer ausreden. Das ist meine Stärke. Trotzdem geht da noch was. Da ist trotzdem noch viel Luft da oben, Junge. Hier, Juri, gut trainiert. Sauber. Geführte Gespräche. Was ist vom das Dings jetzt los? Gib im Training alles, Otis. Und sobald wir einen LV haben, gucke ich, ob wir uns noch einen Stürmer leisten können. Hier werde ich noch gar nichts sagen. Was will denn? Will wieder gesund werden? Ja, okay. Da will ich noch gar nichts sagen, weil ich nicht sagen kann. Ganz einfach. Da kann ich nichts sagen. Wegen Markranstedt kümmern wir noch nicht. Will ich auch nicht groß ändern. Das kann die Bombe wirklich nur holländisch oder kann er auch englisch? Der kann wirklich nur holländisch quasseln. Die Bombe! So, mit 19 Jahren. Der wird heute auch ins Spiel kommen, das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch. So. Juri Rutten, RV haben wir noch, aber. Ja, wird sich auch freuen, dass er ein bisschen Entlastung kriegt. Havelsburg war. Der geht auch schon ein bisschen auf das Haarfleisch. Sofortberechnung.
heute Keimzettel aus dem Weg gegangen. Leute können sich schon mal laufen. Rote Karte. Dann spielen wir mit einer Dreier Abwehr. Und statt Odak kommt dann Bergi in die Startelf. 1-0 Tiralla. Abpfiff. Nicht so überzeugend. Diesmal. So. Borstedt für Inia. Naja, gut, es ist. Du müsstest natürlich auch mehr laufen, das ist klar. Ich habe schon wieder vergessen. Man regt mich das auf. Marx für Tyrala. Bup. Und wer kommt rein? Genau, unser Liebling. Tyrala. Jetzt drehen wir richtig auf. Ich will, dass das Ding gewonnen wird hier. Das darf nicht wahr sein. Hier will ich motivieren. Ich will das so nicht stehen lassen. Loben. Mit 2-0 kann man auch mal loben. So. Motivieren. Habe ich jetzt, hä? Aufstellung, ich habe doch ausgewechselt hier. Ohne Ende. Möwald auch motivieren. Assistent. Entschuldigung. So, Leute, jetzt kommt 2-0 Bräuchert, schön. Der macht sein Tor 3-0, schön. 4-0. Es geht doch. Die Bombe 3-0, das ist in Ordnung für den Einstieg. Wir haben ein paar Ansprachpunkte gewonnen. Das passt auch. Hier 4-1 vollkommen. Aus Lübeck kommt das Angebot. Vertrag unterzeichnen. Weg. Da haben wir keine Probleme damit. Das nächste Spiel dann gegen Ulm. Wieder ein etwas unterklassiger Gegner, aber kein Problem. Deutschland gewinnt mit 2:1. Die U19. Wen haben sie hier alles drin? Da haben wir hier einen von uns, Mike Ott. Okay. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Wenn er in der U19 ist, kann er nicht verkehrt sein. Also, was machen wir damit? Ihr wisst es, wir schreiben uns den Namen auf. Jetzt muss ich gucken, welchen Zettel hier. Felix. Und Sturm passt mir eh ganz gut in den Kram. Kemper. So. Haben wir noch irgendjemanden hier im Verein? Nein, aber jemanden, der im Verein spielt, den man nicht in Istanbul spielt, okay. Und einen zu hohen Marktwert für uns hat, okay, dann hat sich das gerade erledigt. Noch irgendwo hier jemand? Nö, gell? RB Leipzig oder RB Salzburg? RB Leipzig. Wer ist das? Wo ist das? Nizza. LA haben wir uns jetzt geholt. 1860. Julian Weigel, das wissen wir, der ist gut. Das ist bekannt. Niklas Stark ist auch ein starker Typ. Aber das sind noch keine Mannschaften, wie Anton Marien sah, der hat Dortmund gespielt. U17 ist hier noch irgendwas dabei von der Mannschaft, wo wir sagen, da können wir uns was abluchsen. 15 darf auch noch nicht wechseln, okay. U21, hier sind natürlich wieder Spieler. Sind, ach, Ziereis, okay. Das sind natürlich ganz andere Spieler dann hier. Die sind dann in der Regel bekannt. Nationalmannschaft natürlich auch die erste. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. U17, da könnte man noch Glück haben, ja. Ist nicht. U15, da braucht man das gar nicht nachgucken. Da sind wir noch weit von entfernt. Wir können aber auch nochmal in Italien schauen. Also müssen wir uns die ersten vier angucken. Ob es da Leute gibt, die
keinen Verein haben. Und die uns natürlich interessant sein könnten. Wie er hier. Könnte interessant sein, wir wissen es nicht. Wir schreiben uns den Namen einfach mal auf. Marco. Ich sag mal so, umsonst sind sie nicht ins Finale gekommen. Umsonst wurde er dann auch eher nicht in die U21 Nationalmannschaft berufen. Der andere interessiert mich nicht. Trotter wird hier angezeigt mit nur 70. Hat auch keinen Verein. Marcelo. Trotta. Italienisch und Englisch. Englisch ist gut. Da kann man immer noch Leute, die das auch beherrschen. Was ist das für eine? Aber bei Palermo spielt er, okay. Paris Saint-Germain, okay, das ist klar. So, U19, was haben sie da im Start? LV wäre interessant, aber wahrscheinlich nicht bezahlbar für uns. Sage ich doch. Nicht interessant für uns. Er kann auch nur also auch nur rechts spielen. Gut, haben wir Italien auch angeguckt. Weg. Och, was ist denn das denn los jetzt hier? Junge! Gucken wir uns die Russen mal an. Erste Nationalmannschaft gucke ich erst gar nicht nach. Hier auch nicht, okay. Wenn ich die deutschen Stärken sehe, brauche ich dann gar nicht weiter bewusst noch nachgucken. Honduras ist immer mal für eine Überraschung gut, es ist bekannt. Küstl, ja. Glasgow. Aber auch hier sehe ich jetzt auf Anhieb niemanden. Der sieht aus wie. Obwohl 80.000. Ja, aber. Flanken ist er ganz gut. Wir können ja mal scouten. Wir können ja mal scouten. Bisschen was habe ich auf meinem Zettel noch. Natürlich, wenn unser Engländer dann kommt, ist der Platz vergeben, das ist klar. Aber solange noch nichts fest ist. Aha. So. So. Er kann aber auch nur Spanisch. Das ist doof. Gut. Weiter. Vertrag unterzeichnen. Supercup. Ich spiele auch immer noch gegen die Bayern. Gucken, wann das ist. Ablöse hier, aber da gehen wir mal eins nach anderen. Angenommen, das wissen wir. Scouting abgeschlossen. Das ist er hier. Ah ja, okay. Ach, jetzt. Müll. Ah, ich merke mir das nie, Leute. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Am 5.10. Wir haben Juli. Juli. Oktober, September, gell? Okay. Mai, Juni, Juli. Juli. August, genau. August, den verdränge ich ganz gerne. August, September, Oktober. Ja, bis dahin brauchen wir trotzdem jemanden. Also. Gerade ja zurück. Neuer Mitarbeiter, super. Scout abgeschlossen. Luis Geis von Homburg. Hier muss man auch ein bisschen warten. Bis September aber nur. Dann können wir ihn zumindest in unsere Jugend holen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Verstärkung für ihn auch, sage ich mal. Wenn er da eine Mannschaft wechselt, die
Ja, höher angesiedelt ist als Homburg. So, gucken wir uns diesen Felix mal an, gehen wir mal von vorne durch, was wir aufgeschrieben haben. Felix, wir brauchen länger, das dürfte aber bekannt sein. Wir wollen ja gut vorbereitet sein. Wir sind auch ein Ausbildungsverein. Das ist auch bekannt. Blickfeld, ja. Und ich möchte ihn gescoutet haben, damit ich weiß, was er kann. Den Rest will ich auch gleich mal hinzufügen auf unsere Blickfeldliste, Junge. Marco, CAPELLI. Als Linksverteidiger. Falls der andere nicht kommen möchte, der Engländer. Ins Blickfeld, jawohl. Ich will Ihnen eigentlich noch keinen Vertrag anbieten. Ich möchte, was wir machen können, wir können sagen, rechte Maustaste, Vertrag. Nee, ich kann Ihnen gar keinen Probevertrag anbieten, okay. Gut, dann müssen wir warten, bis es mit dem Engländer ist. Der ist erstmal. Jetzt gebe einfach mal Trotter ein. So viel Luft ist da nicht geben. Wenn ich das richtig schreibe. Ja, ist es der 20-Jährige. So. Marcelo. So, hier können wir auf jeden Fall einen Vertrag anbieten, behaupte ich jetzt einfach mal. An die absolute finanzielle Schmerzgrenze. Maximal 2 Jahre. Eine kleine Macke hat er gar nicht, wa? Nein, wollen wir nicht. Nach der NSV 1 haben wir gar nichts. Hat er irgendwie einen kleinen Schuss? Sowas brauchen wir nicht in unserer Mannschaft. Das ist wieder zum Thema Menschlichkeit. Er ist komplett vereinslos. Was will er? Alvarado. Du, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig geschrieben. Evil. Da ist er. Da ist er. Der andere LV. Auch ihn möchte ich einfach mal ins Blickfeld setzen und dann später scouten lassen. Einfach mal schauen, was daraus wird. Aber wir gehen erstmal ein Stückchen weiter in Richtung Ulm. Mal gucken, was da rauskommt. Immer noch nicht. Langsam geht er mir möchte zum Schwimmer. Können wir das wie folgt machen? Hinzufügen. Option für Verein 2 Jahre. Mal gucken, was er jetzt sagt. Weil da könnten wir es nämlich so machen. Da könnten wir ein bisschen verarschen. Ein Jahr, weil da bei uns ist, können wir dann die Option ziehen gleich. Für 2 Jahre. Wisst ihr wie? Angebot Levin war es zu niedrig, wenn es leer abgelehnt wurde. Dann war es eindeutig zu wenig. Oh, unser dritter Tormann wechselt. Der ist immer noch nicht. Der geht mir auf den Schenkel. So, letztes Wort. Versuche ich mir einen anderen. Da geht es mir auf den Sack. Der hat ein super Angebot vorliegen. Was soll denn das? Sonst müssen wir uns halt um was anderes kümmern. Das ist mir dann auch egal. Es geht gar nicht, was er hier abzieht. So. Gucken wir mal rein. Beobachtete. Okay. Wechselt. Super. Manfred Winter ist verletzt. Wer ist Manfred Winter? Okay. Scout kehrt zurück, Datenbank aktualisiert. Dann gehen wir Transfermarkt. Ah, das war das Falsche. Transfermarkt, sag ich.
Ich muss noch die Maus. Ne, warte. Was ist denn? Warum ist denn die so langsam hier? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich werde ihn hier mal. Ja, ihn können wir auch mal scouten. Aktion. Weil, falls der andere, ja, abspringt, dass man dann wirklich gleich sagen könnte, ist was, die haben eine Alternative. Da geht man nämlich gerade ein bisschen sehr auf den Senkel. Wir machen das Spiel noch gegen Ulm. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Aufwärmen lassen. Bombe wird auch langsam besser, was Dings angeht. Die Fitness. 0 zu 0 zur Halbzeit. Jetzt wird es traurig. Jetzt wird es traurig, Leute. Kurz vor Schluss der Vorbereitung. Aydin geht raus. Fjell. Tyrelle lassen wir jetzt einfach mal drinnen. Machen wir so. Und Fjell ziehen wir ein Stück zurück. Da hat er noch mehr von. Buqua. Und hier. Das Witness einfach jetzt dran schuld. Halbzeitansprache. Das war nicht der Matchplan. Bisschen motivieren hier. Heidi, hätten wir auch ein bisschen motivieren können, ich weiß. Kann ich nichts mit anfangen jetzt. Alles klar. Bisschen durchmassieren. Weiter geht's. 1-0 Ortiz, 2-0 die Bombe, 3-0 Parker. Es geht doch. Ott hat auch wieder gut mitgespielt. Wieder, jetzt trifft er auch selber. Super. Super, Leute. Der Bräuschett macht es gerade eigentlich richtig, richtig gut, Leute. Der macht es richtig gut. Wir sind auch schon wieder am Ende der Zeit angelangt. Sprich, sobald wir im nächsten Bildschirm sind und wir speichern können, ist diese Folge dann auch wieder schon zu Ende. Und in der nächsten Folge gibt es dann gegen Halle. Aber erstmal müssen wir hier auf den Bildschirm kommen, wo wir speichern können. Vorher wird das nichts. Vorher wird das nichts. So. Lamela wechselt von Tottenham. Lehnt Wechsel ab. Ah, verflucht. Na gut. Ja, aber ganz ehrlich, viel mehr wollte ich auch nicht mehr bieten. Das ist einfach. Das wäre nicht mehr feierlich gewesen. Es wäre nicht mehr feierlich gewesen. Punkt aus. Carsten kann dort früher fit. Das ist natürlich super. Ja, Pech gehabt. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge dann. Hier mal rein, Sponsoren. Gucken uns auch noch ein LV um. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich würde was, euer Robert. Tata.